wir fangen an. Rolf Wöttl ist bei uns als Fachfahrt Fußballhauptstadtbund und er wird das Ganze überwachen, dass wir das auch richtig machen. So, zwei Vereine sind drin. Und zwar die beiden Vereine, die jetzt hier in der Zwischenrunde weitergekommen sind, der SCA und der SC Rhein-Dahlem. Meine Herren, einmal den prüfenden Blick. Ja, beides drin. Wir gucken jetzt erstmal, wer von beiden in Gruppe A geht und wer in Gruppe B. Was haben die Harter denn für Wünsche? Haben die Harter Wünsche? Keine Wünsche. Da überlegen sich dann gleich die Mannschaften dabei. So, Carsten greift rein und bringt uns SC Rhein-Dahlem. Der SC Rhein-Dahlem geht also in Gruppe A, entsprechend SCH, Gruppe B nehmt ihr. Gut, jetzt wandern die Sieger der sechs Gruppen rein. TuS Wickard, Sieger der Gruppe 6, DJK Volker Wiesenkirchen, Sieger Gruppe 4, die Lübebar, Sieger Gruppe 5, der erste FC Mönchengladbach, Sieger Gruppe 2 und Richtung 5 und 7, Sieger Gruppe 1 und Viktoria Membrat, Sieger Gruppe 3. Ich will jetzt nochmal um, dass du auch nichts siehst. Du guckst gleich da hin zu deinem rheinischen Postbanner. Oder du guckst Wolfgang. Auch ein schöner Mann. So, wir losen also jetzt den ersten Verein, der zum SC Rhein-Dahlem in Gruppe A geht. Mein lieber Carsten? Sieht aus wie Viktoria Membrat. Viktoria Membrat. Souverän gespielt mit dem SC Rhein-Dahlem in Gruppe A. Jetzt bitte die zweite Mannschaft für Gruppe B, also. TuS Wickard. TuS Wickard, ist das okay für euch? Alles okay. Alles okay. Okay. Gut. Machen wir weiter mit Gruppe A, die dritte Mannschaft für Gruppe A. Kommt also zum SC Rhein-Dahlem und Viktoria Membrat und heißt. Follow. Die Lübebar. Okay. Mit Rhein-Dahlem und Membrat in Gruppe A. Habt ihr jetzt einen Wunschkandidaten oder noch nicht? Noch nicht. Carsten, wer geht zu Hart und Wickard in Gruppe B? Gießenkirchen. Haben wir starke Vorrunde gespielt. Machen wir weiter mit dem. Mit dem letzten für Gruppe A. Wer geht zu Rhein-Dahlem, Membrat und Lübben in Gruppe A? Der Oberligist. Da freut man sich. Okay, also der ist jetzt zum Beispiel Landbach. Der ist voll Lübben. Viktoria Membrat und der SC Rhein-Dahlem in Gruppe A. Und wer fehlt? Er hat recht, Unmischen fehlt. Wenn ich gepusht wurde. Wir haben nicht gepusht. Also, Unmischen 5 und 7 komplettiert die Gruppe B. Hart, Wickard, VW Wiesenkirchen, DJK, VW Wiesenkirchen, Unmischen 5 und 7. Carsten, hast du schon eine Lieblingsgruppe? Gruppe 3, nein. Ja, ich glaube, wir sind beide ganz gut und wird eng. Ich glaube, beide Favoriten müssen sich warm anziehen. Hast du denn einen Tipp? Gibt es da nicht einen Geheimfavoriten auf den Titel, der dann letzten Endes den Mannabokal dann zum Schluss gewinnt? Die Harter sind weg, sonst hätte ich dir jetzt sagen müssen. Also ich sage mal, Finale mit Bodenkirchen gegen FC und der Geheimfavorit ist Hart. Wir nageln ihn drauf fest. Vielen Dank, wir sehen uns am Samstag wieder. Danke, ciao. Ich denke, du hast eine spannende oder zwei spannende Gruppen für die Endrunde ausgelost und dann haben wir hier am Samstag wieder volles Haus. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Samstag wieder. Die Karten gibt es, wie gesagt, Freitagnachmittag um 15:30 Uhr machen wir die Türen auf in der Jahrhalle und dann gibt es die Karten für die Leute.